Nicht nur im Bundestag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch im Bundesrat wird heute ja abschließend über das Gesetz zum Bürgergeld verhandelt und dann auch abgestimmt, damit es am 1. Januar 2023 in Kraft treten kann. Der erste Anlauf ging ja daneben. Bundestag und Bundesrat haben unterschiedlich abgestimmt. Im Bundesrat vor allen Dingen wegen der von der CDU und CSU mitregierten Bundesländer. Jetzt gab es dann dazu bei einem zustimmungspflichtigen Gesetz üblich ein Vermittlungsverfahren. Das Ergebnis liegt vor und heute sollen Bundestag und Bundesrat darüber endgültig befinden, dass, wie gesagt, zum Jahresanfang dann dieses Bürgergeld ausbezahlt werden kann. Auf Bundesratsseite, Vorsitzende im Vermittlungsausschuss, ist die Ministerpräsidentin des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD. Frau Schwesig, stellt Sie denn der gefundene Kompromiss zum Bürgergeld zufrieden? Ja, der Kompromiss führt dazu, dass wir gemeinsam jetzt die Bürgergeldreform auf den Weg bringen und die Bürgergeldreform wird in ihrem Kern erhalten. Es kommt zu einem echten Systemwechsel. In den letzten Wochen ist eigentlich am Gesetz ein bisschen vorbeidiskutiert worden. Man hat sich auf Detailfragen konzentriert, anstatt auf den Kern dieser Reform. Und der Kern der Reform ist ja, dass wir stärker auf Weiterbildung und Qualifikation der Langzeitarbeitslosen setzen, weil da viele auch zum Beispiel ohne Berufsabschluss sind, damit sie eine echte Chance haben, in den Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Und das ist ja auch gut, weil viele Fachkräfte gesucht werden. Gut, vielleicht das ist dieser sogenannte Vermittlungsvorrang, der jetzt wegfällt. Das wird nicht einfach jemand, weil er arbeitslos ist, in eine freie Stelle geschoben, für die er gar nicht geeignet ist. Weiterbildung und Qualifikation ist jetzt Trumpf, aber die Jobcenter sind ja heute schon überlastet. Ist diese ja sehr anspruchsvolle Arbeit nicht auch dazu angetan, das Arbeitsvolumen der Jobcenter noch weiter auszuweiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch noch weiter zu belasten? Also dazu gibt es zwei Dinge. Der Bundestag hat ja nochmal entschieden, dass der Bereich ja auch nochmal besser unterstützt wird. Und dann ist es auf der anderen Seite so, dass natürlich auch durch diese neue Reform es zum Teil unbürokratischer wird und dadurch, dass die Reform vorsieht, dass man mehr auf Kooperation setzt, auf Anreize schaffen und weniger auf, Bestrafung, wird es auch aus Sicht der Jobcenter besser in der Vermittlung voranzukommen. Und wie Sie es eben beschrieben haben, jetzt war es oft so, dann wurde jemand, der ohne Qualifikation war, einfach in den nächsten Hilfsjob gegeben. Dann kam er aber wieder nach einem halben Jahr zurück und dann ging es hin und her. Und jetzt erhofft man sich einfach, dass durch die Weiterbildung und Qualifikation derjenige eine Chance hat, auch dauerhaft im Arbeitsmarkt zu bleiben. Und das würde ja dann auf Strecke auch die Jobcenter entlasten. Jetzt ist aber trotzdem so gewesen, dass der ursprüngliche Gesetzentwurf und das Vorhaben, vor allen Dingen von der SPD, das ist ja eine Herzensangelegenheit der Partei, Bürgergeld einzuführen, dass der ganz schön gerupft worden ist. Da mussten Sie ganz schöne Zugeständnisse machen. War der SPD, weil es eben eine Herzensangelegenheit der Partei ist, da nahezu jedes Zugeständnis recht, dass es doch am 1. Januar schon umgesetzt werden kann? Nein, also jedes Zugeständnis war uns nicht recht. Wir haben nur das zugestanden, was wir auch vertreten können. Aber der Kern der Reform, der ist für uns so wichtig und der ist ja gar nicht angegriffen worden und der ist auch erhalten worden. Egal, was Herr Merz über das Bürgergeld gesagt hat, letztendlich ist das Bürgergeld der Systemwechsel erhalten worden. Es gibt zukünftig eine Kooperationsvereinbarung. Es gibt nicht mehr den Vermittlungszwang, sondern den Vorrang von Weiterbildung und Qualifikation. Leute können hinzuverdienen. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt als Kind, als Jugendlicher in einer Familie groß wurde, wo die Eltern beide Hartz IV beziehen, dann und eine Ausbildung mache, was ja wichtig ist, dass derjenige die Chance hat, da auch rauszukommen aus den Transferleistungen auf Dauer, dann wurde die Ausbildung einfach das Ausbildungsgehalt einfach runtergekürzt. Und das ist doch einfach unfair, ist gar kein Anreiz. Auch das wird jetzt anders sein. Und damit ist der Kern erhalten. Und die CDU und auch Herr Merz haben eher aus meiner Sicht Einzelpunkte angegriffen, die medial und öffentlich auch sehr verhetzbar waren. Und ich sag mal so, ob jetzt das Schonvermögen 60.000 oder 40.000 ist, das wird gar nicht so viele Menschen in diesem System betreffen. Da geht es ja eher um die Botschaft, wer lange gearbeitet hat und sich was erarbeitet hat, soll nicht sofort, wenn er in eine Notsituation gerät, alles verlieren. Sie haben, das war verhetzbar zum Teil, was da diskutiert worden ist. Es gibt ganz taufrisch Umfragen des ZDF-Politbarometers. 74% der Bevölkerung sind der Meinung, dass diese verschärften Sanktionen richtig sind. Und nur 44% sagen, die Erhöhung des Regelsatzes war richtig. Der Rest teilt sich auf in zu viel und zu wenig.
diese Stimmung der Bevölkerung über das Bürgergeld, macht Ihnen das Sorgen? Mir ist es bewusst, dass es eine solche Stimmung gibt, wenn man so tut, als ob für die, die nicht arbeiten, mehr gemacht wird als für die, die arbeiten. Und das hat ja Herr Merz und Teile der Union getan. Und das war falsch und das war auch fahrlässig. Und warum ist das falsch? Sehen Sie, heute im Bundesrat gibt es nicht nur die Bürgergeldreform, sondern mit dem Inflationsausgleichsgesetz sorgen wir dafür, dass es steuerliche Entlastung gibt für Menschen, die arbeiten, dass das Kindergeld auf 250 Euro erhöht wird. Und wir sorgen mit der Wohngeldreform dafür, dass Leute, die arbeiten gehen, auch zukünftig mehr Wohngeld haben. Also gerade die Menschen mit Einkommen um 2000 Euro herum, und das sind ja kleine Einkommen, die werden von der Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern zukünftig viel stärker unterstützt. Was die wenigsten wissen ist, für die Familien mit geringen Einkommen, wo beide aber arbeiten und sich anstrengen, gibt es zukünftig 250 Euro Kindergeld und 250 Euro Kinderzuschlag, das heißt alleine 500 Euro für ein Kind. Das ist in der Bürgergeldreform nicht. Und daran sehen Sie, dass einfach dieser Vorwurf, Arbeit lohnt sich nicht, der stimmt nicht. Es hat noch nie eine Bundesregierung so viel getan für die, die die kleinen Einkommen haben. Und das ist Olaf Scholz auch ein wichtiges Anliegen. Eigentlich ist der Vermittlungsausschuss zuständig, wenn Gesetze zwischen Bundestag und Bundesrat umstritten sind, zustimmungspflichtige Gesetze. Jetzt war es aber dieses Mal ganz anders gewesen, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Da haben sich vor allen Dingen Regierung und Opposition im Bundestag unter Einbeziehung der Bundesländer in informellen Hintergrundgesprächen getroffen und Abmachungen gemacht, die der Vermittlungsausschuss ja eigentlich nur noch abnicken konnte. Also der Vermittlungsausschuss hat nichts abgenickt, aber der Vermittlungsausschuss hat ein Interesse, dass im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wir zu schnellen Ergebnissen kommen. Und es ging ja jetzt darum, dass die Bürgergeldreform pünktlich zum 01.01.2023 im ganzen Umfang kommt. Das wollte ja ursprünglich Herr Merz gar nicht. Er wollte ja nur die Regelsätze und die anderen Verbesserungen, über die ich eben gesprochen habe, die bessere Weiterbildung und Qualifikation oder das Anreizsystem, das sollte ja abgespalten werden. Und wir wollten, dass alles pünktlich zum 01.01. kommt. Und der Vermittlungsausschuss musste sich erst konstituieren, dafür gibt es Fristen. Und deswegen war es für uns wichtig, dass es im Vorfeld der Bundesarbeitsminister auch über Gespräche auslotet und mit einem Vorschlag kommt. Und er ist dann in den Vermittlungsausschuss mit einem Vorschlag gekommen, den wir dort auch nochmal diskutiert haben und auch nochmal Änderungen auch angesprochen worden sind. Und das, finde ich, ist ein guter Weg im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Als Ausschussvorsitzender kann ich da mit gutem Gewissen sagen, es war gut, dass der Bundesarbeitsminister einen Vorschlag hatte. Und gut, dass wir den beraten haben und den jetzt auch auf den Weg bringen. Und die Opposition im Bundestag ist eigentlich auch zufrieden, haben wir heute ja auch von Hermann Gröhe noch mal gehört. Soweit Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Phoenix-Interview. Ich bedanke mich. Vielen Dank.